Ich würde natürlich so einmal ansprechen, sagen, seid gegrüßt bei Praios und bei Travia und den anderen zehn. Ich bin Ritter Travigor, was ist hier passiert? Ah, ein Überfall vor ein paar Tagen. In den Tagen, die nicht genannt werden dürfen. Torvala. Er spuckt da mal aus. Aber das kriegen wir schon wieder repariert. Seid ihr hier wegen einem Torvala? Auftrag? Torvala waren das? Ei. Selbst die dürften doch in den namenlosen Tagen hier nicht angreifen. Tja, dann waren sie wohl verflucht. Die Götter mögen sie holen und die Aswafni erst ebenso. Soll man ihnen allen den Kopf abschlagen? Ihr habt Magier bei euch. Selbstverständlich, entschuldigt. Das ist der ehrenwerte Magus Kasim. Kasim verbeugt sich. Kasim Ibn Alam. Ja, alles klar. Wenn ihr wegen dem Auftrag hier seid, sprecht am besten direkt mit Hagen von Föhrensdijk, aber den Magier und den Elfen solltet ihr vielleicht nicht mit reinnehmen. Das könnte sehr gefährlich werden. Warum nicht? Ich Weil er mag Magier nicht gefährlich. mag. Hat nichts mit Elfen zu tun, aber mit Magie hat er ein Problem. Ja, aber ich bin doch gar kein Magier. Es geht um Zauberei und Hexerei, keine Ahnung. Und ich bin auch keine Hexe. Nun, Diskutier das mit ihm aus. ich muss tatsächlich sagen, er will das nur immer. Also er will über Wasser schreiten und er will, dass die Luft schlecht Werter riecht Ritter oder vom dass er. Herdfeuer. Ich möchte euch beschwören, dass wenn euch das Leben dieses Elfen lieb ist, dass ihr nicht mit ihm zu Hagen von Föhrensdijk geht. Der Rest ist mir egal. Ihr könnt es ja trotzdem tun, aber. Travigor, du erinnerst dich doch sicher noch an Kerzenzieherhof. Tatsächlich, Ähnliche Situation. Bitte lass es bleiben. Warte, Travigor, ich habe ein oder zwei Sachen über euch Menschen gelernt. Ich glaube, ihr solltet da ohne mich hingehen. Ja, mit Albuin haben wir nichts zu tun. Kerzenzieherhof, da erinnere ich mich dran. Der ist wahnsinnig. Yep. Aber wir sind halt War schon. wahnsinnig. Naja, wir haben unsere Doktrin und Hagen ist halt. Er hält von Disziplinlosigkeit gar nichts oder von mangelnder Frömmigkeit. Dies werde ich respektieren und hier draußen warten. Ja, holt euch wie gesagt den Auftrag ab. Die anderen sind schon drin. Müsst ihr euch beeilen. Wollt ihr mit uns Steine schnipsen gehen? Gut, Komm, Mandarion, Travigor. ich gehe mit dir Steine schnipsen. Dann lass uns mal reingehen. Ja, wenn ihr euch ein bisschen bei den Bandstrahlern umhört, könnt ihr in eine Richtung gewiesen werden. Die Vorburg ist normalerweise sehr verlassen, aber hier hat man sich dann wohl zur Auftragvergabe eines der verlassenen Häuser gesucht. Könnt ihr dann betreten und seht dann in einem großen, vor allem sehr leeren Raum, vielleicht geplündert von vor langer Zeit schon, die Wildermark existiert halt schon seit ein paar Jahren, könnt ihr dort einen nicht sehr charismatischen Bandstrahler Obmann sehen, Hagen von Föhrensdijk, der Kommandant von Auralet, der mit einer verbrannten Narbe, nicht nur über sein Gesicht, sondern über seine gesamte Brust bedeckt ist, wahrscheinlich Irrhalkenfeuer, weil es immer noch schaurig glüht und seine Narben wohl nie verheilen werden. Gemeinsam neben ihm steht wohl ein Kutschmann, ungefähr 60 Jahre, würdet ihr sagen, und ein Söldner, Leonidas Supericum. Meine Beschreibung bitte. Ja, ihr seht einen relativ jungen Herrn, relativ schlicht gekleidet, blond und blauäugig, nicht besonders, ja, normal groß, normal gebaut und steht dort mit einer Kiste in einer Hand, in seiner Hand. Ah. Trägt ein normales Gewand. Praios zum Gruße. Ihr seid die Söldner? Dies ist richtig, ja. Na, ich meine eure Begleiter. Ihr kommt zu spät. Disziplinlosigkeit dulde ich nicht. Praios und Travia zum Gruße, hoher Herr. Wir sind tatsächlich, nun, ja, wir sind da, um den Auftrag entgegenzunehmen. Gut. Ich werde mich nicht nur ein weiteres Mal wiederholen. Ihr könnt euch dann die Sachlage von Leonidas oder dem Kutscher geben lassen. Ihr kennt ihn vielleicht. Er ist aventurienweit bekannt. Herboranfel. Der kaut wohl so ein bisschen gerade Tabak, schiebt den Kautabak von der einen zur anderen Seite rüber und zwirbelt sich so ein bisschen durch sein Bart. Moin. Richtig, richtig. Nun, wenn man davon auszugehen sollte, dass wir
noch überhaupt nichts wissen, worum es dabei geht und dass uns unser Gespür hierher geführt hat, könnt ihr uns nicht doch ein paar mehr Informationen geben? Ja, das würde ich auch sehr entgegennehmen. Ich weiß, dass ich die Kiste nach Gareth bringen soll, aber mit dem anderen Philophans, nennen Sie mich nochmal bitte auf. Ja, ja. Also gut. Die Konzentrationsgabe eines Krakenmolchs. Also, diese Kiste. Eisenbeschlagen aus Korschbasalt. Ihr könnt die Siegel daran erkennen. Wenn ihr einmal drauf guckt, könnt ihr sehen. Hat wohl ein stolzes Gesicht, ist also relativ schwer und braucht dann dementsprechend eine Kutsche dafür, um die transportieren zu können. Es gibt wohl mehrere Priors und Effort-gefällige Schutzzeichen auf der Kiste, die da wohl nicht nur aus Koschbasalt rausgefertigt worden sind, sondern auch aus Gold. Ihr könnt Intarsien aus verschiedenen anderen Metallen erkennen, Silber, Gold und ist wohl ziemlich stark gesichert. Zwergisches Kombinationsschloss, was ihr erkennen könnt. Also, was auch immer sich da drin befindet, es wird wohl aus der Giftkammer von Auralet kommen. Diese Kiste muss transportiert werden. Von hier aus in Richtung Gareth und von Gareth aus wird sie dann jemand übernehmen, der sie in die Berge bringen wird, nach Koschgau. Ihr müsst nicht wissen, was darin ist, und sie wird nicht geöffnet. Wird notiert. Selbstverständlich. Verstanden. Darf man wissen, an wen sie übergeben werden soll in Gareth? Gibt es einen Ansprechpartner? Den Hochmeister Jitzcock, und zwar nur an ihn. Er befindet sich im Hesindetempel. Niemand anderes. Alles klar. Hochmeister Jitzcock im Hesindetempel zu Gareth. Jitzcock, keinen anderen. Also gut, wenn das soweit verstanden ist, Herbo Ranfel, ihr benutzt die Kutsche, ja, werdet euch dann um die Streckeführung kümmern. Geleitschutz habt ihr, viel Erfolg. Ja. Also gut. Wird sich der Herbo jetzt mal angeschaut? Will er jetzt schon direkt los oder steht er? Ja, also er würde dann darauf warten, dass die Kiste abgenommen wird, denn er selber kann mit seinem Alter die selber nicht mehr heben. Die ist auch tatsächlich brutal schwer. Es gibt mehrere Griffhenkel und ihr könntet sie dann zu viert, könntet ihr sie dann nach draußen an die Vorburg tragen, wo ihr dann auch schon die Kutsche gesehen hattet. Ja, ich greife dann direkt mal in die Kiste und guck mal die andere ein bisschen erwartungsvoll an. Da wollt ihr mir auch mal helfen, das Ding ist ein bisschen schwer. Natürlich, ich helfe euch. Ich pack dann auch mit an. Zusammen haben wir es. Sehr aufmerksam. Ja, draußen an der Kutsche selber könnt ihr noch erkennen, wie da wohl eine weitere Söldnerin steht, die neben die Kutsche gelehnt ist, euch zunickt, wenn ihr rauskommt und die Klappe runterlässt, sodass ihr das Ganze dann eben auftragen könnt. Ja, wer von uns geht zuerst hoch? Ja, ihr könnt die Kiste verladen, noch einmal absichern mit irgendwelchen Spanngurten, die daneben liegen, irgendwelche schweren Seile und euch dann wieder nach draußen begnügen. Herr Boranfel hat natürlich ein großes Pferd, ein Kaltblüter, was vorangeleitet ist und wenn er dann automatisch losrattert, er ist zumindest davon ausgegangen, dass ihr folgt, könnt ihr draußen auf die anderen treffen, also auf Kasim und auf den Elfen Mendarion, die draußen geblieben sind. Ja, an einem Tümpel stehen und Mendarion versucht, Kasim irgendwie wahrzuringen und Steine weit schnippt. Aber es gelingt nicht so recht. Ah, Heda, Herr Mendarion, eure Nase hat euch nicht getäuscht. Wir haben einen Auftrag. Er sieht dich, er sieht die Kiste, oder den Wagen zumindest. Er scheint innerlich ein bisschen zu sterben. Seid nicht betrübt, Wir haben einen Auftrag. Wir müssen diese Kiste nach Gareth bringen. Was habt ihr dort in der Kiste? Das geht sie nichts an. Und die wird auch nicht geöffnet. Ich will sie nicht öffnen. Ich will sie nicht haben. Ich will es nicht machen. Wir müssen sie ja auch nur beschützen, sozusagen. Warum habt ihr sie aus eurem Stein herausgenommen? Sie wurde sie uns feierlich übergeben von dem hohen Hagen von Führensteg. Ich denke nicht, dass euch das was sagt, aber... Aber warum? Nun, damit wir sie nach Gareth bringen und dort in den
zum Hesynde-Tempel. Aber warum? Die Burg hier wurde überfallen. Was da auch immer drin ist, ist hier nicht mehr sicher. Muss in die Stadt gebracht werden. Außerdem ist das ein Befehl eines Höhergestellten. Damit sollten wir auch schleunigst anfangen. Was auch immer dort drin ist, ihr seid vor ihm nicht sicher. Sag mal, kennt ihr euch? Wird die Torwalerin fragen. Oder was ist das hier für eine Situation? Wie viel nehmen wir mit? Oh, wir sind Reisegefährten. Waren bis gerade eben. Ich bin lediglich ein Söldner, so wie sie. Scheint einen Moment lang mit sich zu hadern. Ja, ich denke, Also, ihr seid mit mir bis hierhin gereist, dann kann ich euch wohl auch ein Stück begleiten zumindest, nicht wahr? Auch wenn ihr dieses schreckliche Ding mit euch herumkarrt. Wart ihr denn schon mal in Garret? Das ist die Hauptstadt unseres Reiches. Nein, aber ich habe viel davon gehört. Aber ich war einmal in Punin. Ist das so ähnlich? Größer. Viel größer, ja. Und viel mehr Bezirke und viel mehr Leute und viel mehr Ruhm und Pracht des Mittelreiches. Oh, es muss einerseits schrecklich sein, so viele Leute, aber in euren Städten bekommt man guten Wein. Beim guten Wein wäre ich auch dabei. Das wohl, und Met. Noch immer das ist. Aber ja, ich bin mir sicher, es ist hervorragend. Kasim geht mal gedankenverloren hinten zur Kutsche und guckt sich diese Kiste mal an, wie lang und groß die ist und ob man da drauf irgendwelche Symbole erkennen kann. Ja, die Kiste ist nicht ganz einen Meter groß. Du würdest so sagen, vielleicht 70, 80 Finger, Halbfinger. Und du bist dir nicht ganz sicher, da kann quasi alles drin sein. Okay. Mich würde auch interessieren, was da drin ist, aber wir werden sie natürlich selbstverständlich nicht öffnen. Das steht ja nicht zur Debatte. Vielleicht, ich hatte ein bisschen gehofft, Mendarion, dass ihr riecht, was in der Kiste drin ist. Oh, ich rieche, das ist schrecklich. Wollen Sie das denn riechen? Gucken Sie sich doch mal an, wie dick die Kiste ist. Ihr habt kein Gespür dafür. Für euch mag die Kiste reichen, aber... Unterschätzt nicht die Nase dieses Elfen. Er hat uns den Weg hierher gerochen. Ja, also, ich hab einen Weg rausgesucht. Wenn ihr wollt, den können wir nehmen. Mit der Kutsche ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber wenn ihr soweit seid, ich bring euch nach Garret. Ich werde mal auf den anderen Söldner, den neuen, hinzutreten und ihm die Hand zum Gruße reichen. Zum Gruße, Leonidas mein Name. Komm zum Gruße. Schwertbruder? Aber ja doch. Sehr gut. So, wir müssen die Kiste nach Garret bringen, habe ich das richtig verstanden? Ja, sieht so aus, genau. Wir müssen sie bei Hochmeister Yitzcock abgeben, wenn ich seinen Namen richtig mitbekommen habe. Und ja, nicht reingucken, wir wissen noch nicht, was drin ist. Yitzcock war Hesynde, nicht wahr? Richtig, der Hochmeister im Hesynde-Tempel zu Garret. Ich dachte, ich hab den Namen schon mal gehört. Ja, dann lasst uns aufbrechen, oder? Da gibt's noch. Aber was gerne, zu tun. Doch, nur wartet kurz. Förmlichkeit darf nicht fehlen. Ich wende mich nochmal zu Mendarion hin. Leonid ist mein Name. Nett, Sie kennenzulernen. Oh. Hallo, Taylor. Ich bin Mendarion. Er freut mich. Er scheint dich dann auch direkt wieder vergessen zu haben und wendet sich irgendwie an Kasim. Du willst auch mit dieser Kiste mitgehen? Ja. Gut, dann. Dann komme ich nur mit euch, aber nur weil wir Freunde sind. Wenn die Priorskirche irgendetwas nicht hier haben will, ist das ein furchtbar schlechtes Zeichen. Nun, ich glaube nicht, dass der Inhalt dieser Truhe der Grund dafür war, dass die Burg angegriffen wurde oder dergleichen, aber wir sollten doch auf der Hut sein und diese Mission wirklich ernst nehmen und den Inhalt dieser Truhe mit unserem Leben verteidigen. Mendarion, das ist unser Auftrag. Und es gibt Geld. Also lass uns schleunigst aufbrechen. Mendarion, wenn du dich unwohl fühlst, kannst du auch einige hundert Meter vorauslaufen und darauf achten, dass uns jemand auflauert. Das werde ich tun, glaub mir. Das werde ich tun. Weil ich lieber einige hundert Meilen vorauslaufen würde. Außerdem können sie ja dann uns auch vorher warnen, wenn sie was riechen.
Diese Torvalerin begleitet uns auch? Ja, ist ebenso Söldnerin, die wird sich dann irgendwo zu der Linken an dem an der Kutsche halten und die ganze Zeit ihre Hand an der Kutsche behalten, sodass sie dann eben ja, das Ganze begleitet. Ist natürlich ansprechbar, hat er sich auch vorgestellt im Verlaufe eures Weges. Alma die Axt. Säuft die? Noch nicht. Aber ich meine so generell während der Reise. Ja, wenn ihr losgeht, wie gesagt, über die zerstörte, kaputte Straße in Richtung Wehrheim, das ist zumindest der Weg, den dann der Kutschmeister Herr Boranfel ansteuert, dann wird sie nach ungefähr vielleicht einer Meile, wird sie dann mal einen kurzen Schluck trinken aus so einem Metschlauch. Okay. Weil jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Pause einlegen und sie von dem Karren weg ist, wird Menarion irgendwie in ihrer Nähe herumschwirren, weil sie nach Honig riecht. Okay. Andererseits wird er, glaube ich, nicht versuchen, ihr was abzuschnauen, weil vielleicht stört die Verbindung nicht her, vielleicht ist er zu feige, I don't know. Mhm. Also, Mendarion, falls es dir hilft, ich habe immer ein schönes Fläschchen mit Schnaps dabei, hochprozentig. In dem Moment mache ich mir dann auch auf meinen Schlauch auf und trinke mir etwas Rotwein. Ja, da habe ich mir aber wen angeheuert hier. Die ganzen Leibwächter, die nur einen nach dem anderen wegtrinken. Ach, ein bisschen Motivation muss man sich doch auch zufügen, oder? Ja, ja. Ich war ja früher auch Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen und seitdem kutsche ich. Ah, wie geht's eurer Frau? Meiner Frau? Ja, ein Pfeil ins Knie bekommen, kennt ihr das Sprichwort nicht? Das verstehe ich nicht. Ich bin Kutscher. Ihr habt also wirklich ein Pfeil ins Knie bekommen? Ja. Oh. Hier, willst du es sehen? Ist ganz steif. Ja, lass mal sehen. Ja, er krempelt sein Bein hoch und lässt sich dann eben neben sich sitzen. Du kannst dann dir die alte Kriegsgeschichte anhören, wie er wohl im Krieg der Tausend Oger gekämpft hat und dabei eben sein Knie steif wurde. Er beschwert sich auf der Reise durchgängig über ja, die Vorunternehmen, dass zu wenig Geld bezahlt wird, die Preise für Hufeisen sind gestiegen und die für Futter sowieso. Natürlich. Gerade die Preise für Hufeisen. Schrecklich, ja, also sowas. Schrecklich. Ich würde es gern so ein bisschen relativieren wollen, dass Kriegszeit zur Zeit ist und die Schmiede müssen auch von irgendwas leben. Und ja, das so ist ja richtig. Das ist ja richtig, mein Herr Travigor. Aber mein guter Answin hier, Answin der Dritte ist das übrigens, der muss alle 2 Monate, der hat ganz weiche Hufe und da fallen die Hufeisen ständig ab. Aber ich kann auch nicht ohne Hufeisen, weil dann sind ja die weichen Hufe so empfindlich und dann mag er das gar nicht, wenn man über diese Steine geht. Ja, da müsst ihr halt ein bisschen alle mehr 2 Monate zum Hufschmied. Vielleicht könnt ihr an anderer Stelle sparen stattdessen. Ja, aber die Beschläge hier, guckt euch das doch mal an. Gerade wenn ich so eine schweren Kisten transportiere. Aber das Fuhrunternehmen muss endlich mal wieder aus der Talsohle kommen. Es kann ja nicht sein, dass man immer nur Beilunker Reiter bestellt. Ach, ich hatte als Kind auch mal ein Pferd. Ferdinand, das war ein gutes Ross. Das ist ja gar kein Name für ein Pferd. Ihr dürft mal alle eine Sinneschärfeprobe auf Sicht würfeln. Ich denke mal, dass es Sicht ist. Ich habe nicht empfindlichen, Gott, wie heißt das? Herausragenden Sinn? Ja. Warte kurz, wie heißt der Vorteil? Wie viel? 3 Punkte? 7 Punkte? 5, glaube ich. Auf Einzelsinn, aber. Also, nicht. Ich habe jetzt nur Sinneschärfe. Ja, heißt das dann einfach nur Sinneschärfe würfeln? Oder? Genau, ja. Sinneschärfe genau. Mit dem Talent Sicht, beziehungsweise mit dem Sinnsicht. Ja, ich habe 12 Punkte, ich fange 24er Schwernis ab. Ja. Und, wie mache ich das dann mit dem Talent extra Sicht? Es kann sein, dass du Nachteile hast oder aber Vorteile hast, in dem Fall nicht, dementsprechend einfach würfeln. Oder die Spezialisierung, okay. Oder die Spezialisierung auf Sicht, falls du die hast. Aber das wüsstest du ja. Okay. Also ihr könnt durchaus sehen, dass Kasim sehr damit beschäftigt ist, die Schimpftiraden von diesem Kutscher zu ignorieren. Am ersten Tag hat er es noch neutral ertragen und jeden Tag gehen die Mundwinkel gefühlt ein bisschen weiter nach unten. Habt ihr noch eine Kiste? Was meint ihr, noch eine Kiste? Nur die eine. Nun, weil wir 2 Wagen haben. Ich mag es auch jetzt erst. Und seht ihr da hinten? Ich stehe auf und wink denen zu. Wie weit sind die weg? Also, du kannst sie gerade noch so sehen. Sie werden dich wahrscheinlich selber also, gar nicht sehen können. Es ist keine bequeme Rufweite. Nein. Die sind so auf Abstand, dass sie euch gerade noch erblicken können. Und die werden dich wahrscheinlich so auch gar nicht wahrnehmen. Erst wenn du aufstehst und dann winkst. Ja, aber du kannst, wenn sie halt zu weit weg sind. Ja, du kannst auf alle Fälle ihren grimmigen Gesichtsausdruck sehen. Und sie wollen auf Abstand bleiben. Sehe ich die? Schwierig. Also Mendarion zeigt nochmal nach hinten, der kann natürlich noch ein paar Details erkennen, aber du hast es
gerade so über diesem Horizontlinie der Straße konntest du es dann gerade noch erahnen, dass das wohl vielleicht eine Kutsche ist, ja. Wir hätten sie beinahe verloren. Wir sollten hier auf sie warten. Mandarion, wie sehen sie aus? Nun, das sind, nun, wie, da wo wir hergekommen sind, diese Sonnenpriester. Ja. Die ihr kennt, wie heißt der? Praios, nennt ihr ihn? Ja, ja. Es sind welche von denen. Ja, sie haben diese Hemden aus Eisen mit den gelben Rändern und die weißen Röcke. Die würde selbst ich jederzeit wieder erkennen. Wie weit sind sie weg? Ich würde Tagesreisen. Sie sind dort hinten, einige hundert Schritt. Achso, das sind etwas mehr als 100 Schritt, aber. Einige hundert. Warum sollten sie uns noch mehr hinterher schicken? Genau, sie haben uns doch die Kiste anvertraut. Warum sollten jetzt. Hätten sie es doch direkt rüber nach Gerät bringen können. Was meint ihr? Ich dachte, ihr hättet noch eine Kiste mitgenommen. Nein. Oh. Sie verfolgen uns. Warum sollten die uns vertrauen? Ich meine, egal was hier drin ist, es ist denen sehr wichtig. Warum sollten sie Söldner, die gerade erst angekommen sind, direkt mit so etwas einfach gehen lassen, ohne selbst ein Auge drauf zu haben? Und ich bin ja klar erkenntlich als Ritter zum Schutz des Heim- und Herdfeuers zu Rumnes, also von daher. Ja, Traviger, aber du musst doch auch selbst zugehen, dass der Rest von uns doch recht suspekt aussieht, aus den Augen der Bannstrahlen, oder? Warum gehen wir nicht einfach hin und fragen sie? Und, ich weiß, ihr Menschen mögt Rätsel, besonders die mit den seltsamen Roben. Wir können doch einfach hingehen und es dann wissen. So wie ich das sehe, haben sie uns jetzt als Fleischfutter vorgeschickt, warten darauf, dass wir überfallen werden und dann den Rest aufzukehren. Ja, das sehe ich genauso, weil sonst hätten sie es ja direkt, wenn es gefahrenfrei wäre, hätten sie ja selber drüber nachgerät. Oder sie haben gesehen, dass wir einen Magier und einen Elfen mitgenommen haben, was wir nicht angekündigt hatten. Travigo, du bekommst einen Schadenspunkt und deine Nase fängt an zu bluten. Ui. Ich habe was Falsches gegessen. Du hast da was. Ich muss mich irgendwie gestoßen haben. Vielleicht muss euer Pferd mal wieder neue Hufeisen bekommen. Oder die Straße war zu holprig. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Wieso zu holprig? An der Straße kann ich nichts tun. Die Räder sind gut. Und, sagt mir das Phänomen was? Boah, Nasenbluten. Wo auch immer das herkommt, keine Ahnung. Sex in Magiekunde? Oh, Magiekunde, Dämonologie, klar. Ja, ich habe gewürfelt. Ich habe 6 Punkte über. Mit einer Schwernis? Ja, dann passt's. Warum auch mal jetzt hier Dämonen sein sollten, aber das kann auch ein magischer Angriff gewesen sein. Vor allem auf die Geweihten. Kasim? Könnte es sein, dass hier irgendwas Dämonisches unterwegs ist, was das macht? Kennt ihr da etwas? Soll ich mal würfeln? Magiekunde? Ja, kannst du gerne hinterher würfeln. Hast du Spezialisierung Dämonologie? Nein, ich durfte mir keine zweite Schwernis-Dings kaufen, weil Talent wäre damals zu niedrig. Erschwernis? 10? Würfel ein paar Mal. Ja, könnte ein Dämon sein, aber wenn er unsichtbar ist, kann alles sein. Naja, es könnte prinzipiell ein Dämon sein. Muss allerdings nicht gesagt sein, dass es einer ist. Dämon, geh los. Ihr seht ihn doch hinter jeder Ecke. Und wie wird man so einen Dämon los? Kasim guckt sich jetzt mal aufmerksam in der Umgebung um. Soll ich weiterfahren oder drehen wir um? Ich hab doch jetzt Halbwächter, oder nicht? Lass mal weiterfahren. Okay. Ich glaube, wir sollten weiterfahren. Wenn sie uns begleiten wollten direkt, dann hätten sie es doch wohl gesagt. Und warum gehen wir nicht trotzdem hin und fragen sie, ob sie mit uns reisen möchten? Nun, sie werden uns, vielleicht werden sie uns sowieso aufholen oder sie sind in einer anderen Richtung unterwegs. Jedenfalls kennt ihr das, wenn man weit genug weg von jemand ist, dass man ihn erkennen könnte, aber es ist zu nah, dass, es kommt zu einer peinlichen Begegnung. Da ist man lieber in gewissen Abstand unterwegs. So naiv wie Darions Vorschlag auch ist und so ungern ich mit Bannstrahlern zusammenarbeite, aber wenn sie uns extra Leute hinterher schicken, dann fände ich es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn die auch in unserer Nähe sind. Weil
Bisher wollen sie uns helfen. Wir können ja auch einfach mal anhalten und warten, ob sie uns näher kommen. Ja, ich glaube, die... Ich mache, was ihr wollt, ne? Also, wenn wir angegriffen werden, sagt Bescheid. Ich habe noch nichts mitbekommen. Ich glaube, die haben auch angehalten jetzt. Ja, dann ist das unsere persönliche Leibgarde. Ich geh mal hin und rede mit ihnen. Mandarion. Und dann stößt er sich schon ins Gebüsch. Mandarion, komm zurück. Ihr solltet wirklich... Da kommt er zurück. Was denn? Du warst doch vorher auf dieser Burg und hast mitbekommen, dass diese Leute Elfen nicht so sehr mögen. Oh. Die das sind nicht anders. Wie wäre das? Du gehst zu ihnen, lässt dich aber nicht sehen und horchst ein bisschen, was sie so vorhaben. Wenn sie sagen, jo, wir gehen jetzt zu denen hin und töten die alle und holen uns die Kiste, dann kannst du uns Bescheid sagen. Und wenn sie sagen, okay, wir beobachten die bloß, dann kannst du uns auch Bescheid sagen. Aber ist das nicht unhöflich? Man hat mir gesagt, ihr Menschen empfindet das als unhöflich. Ja, aber Leute wegen ihrer Magie auszubrennen, einfach so, weil es Spaß macht, ist auch unhöflich. Und das machen die Leute da hinten. Das klingt nicht wie nette Leute. Nee, naja, aus Spaß ist das ja nicht gerade, aber im Prinzip habt ihr recht. Ja, dann raschelt's wieder und er ist zwischen den Büschen. Ich möchte mich anschleichen. Ja, wie gesagt, das ist so, würdest du sagen, 1,5 Meilen? Willst du das akzeleriert machen oder ganz normal laufen? Ja, akzeleriert schneller bedeutet ein schneller sichtbarer, möchte ich ganz normal laufen. Okay. Also ist dann was, Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück. Ja. Plus Aufenthaltszeit. Ja, genau. Also sagen wir insgesamt eine Stunde für alles. Genau. Die anderen können auf alle Fälle erkennen, während sie da eine weitere unfreiwillige Pause machen, dass der Wagen nicht näher kommt, sondern auf Abstand bleibt. Und wenn Mandarion nach kurzer Zeit ungefähr 400 Meter mehr brauchst du nicht. Du kannst natürlich auch noch weiter dich anschleichen, aber sehen könntest du dann alles. Du siehst, dass sie eine zweite Kiste hinten drauf haben, die baugleich ist. Okay. Aber man hat mir ja höher aufgetragen, also geht es näher hin an. Ja. 200 Schritt, 100 Schritt. Es sind genauso viele wie ihr, also 10 Bandstrahler, die schwer bewaffnet sind und sich misstrauisch umsehen. Vor allem halt der eine wohl so ein, du hast das schon von anderen Menschen gesehen, die machen das ab und zu, wenn sie nicht so gut sehen können, so eine Sehhilfe, hält er sich vors Auge und blickt die Straße herab zu den anderen. Hört man sie reden? Wenn sie nicht bald weiterfahren, dann müssen wir uns vorher in die Wälder schlagen. Was machen die da überhaupt? Ich weiß es nicht. Haben es vielleicht gesehen. Beratschlagen, was sie tun sollen. Dämmert bald. Ich will auf alle Fälle noch hinter Wehrheim sein, wenn die Nacht gräut. Und dann? Naja, so wie ich den Herr Borantel verstanden habe, werden die sich wohl in Richtung der Wäldermark über die Pionierbrücke schlagen. Und wir werden uns in Richtung Greifenfurt orientieren. Er schien mir jetzt nicht sehr freundlich, aber auch nicht sehr unfreundlich. Also werde ich dann, wenn sonst nichts Relevantes mehr rumkommt, mich wieder lösen und zurückgehen. Mhm.